Hey, servus und hallo. Endlich wieder eine längere Tour. Wir fahren einen Alpencross von München zum Gardasee in 2 Tagen. Endless Summer. Ein Traum. Hast du im September morgens auch schon die Scheiben vom Eis befreien müssen? Wir schon. Und das hat uns in der Idee bestärkt, nochmal mit dem Rad in den Süden zu fahren und den Sommer wenigstens etwas zu verlängern. Wir nehmen dich jetzt gerne mit zu diesem kleinen Bike-Abenteuer. Erfahre in diesem Video, wie es uns erging, ob wir tatsächlich angekommen sind, ob Julia mal keinen Platten hatte und wie sich die Track-Checkpoints auf der Tour geschlagen haben. Wir starten die 365 Kilometer lange Tour mit über 2600 Höhenmetern in Aying im südlichen Landkreis München. Verteilt auf 2 Tage fährt man etwa 180 Kilometer am Tag, allerdings die 2000 Höhenmeter am ersten und die 600 am zweiten Tag. Wir fahren vom südlichen Landkreis München Aying über Holzkirchen und Bad Tölz nach Lengries zum Silvensteinspeicher. Von hier aus geht es über die Grenze nach Österreich, am Achensee vorbei und hinunter ins Inntal. Kurz vor Innsbruck geht es steil bergauf über die alte Römerstraße bis nach Matrei, von hier über die alte Brennerstraße über den Brenner und hinab bis nach Gossensatz, wo wir übernachten. Am zweiten Tag verläuft die Route zunächst durchs Eisacktal und ab Bozen dann durchs Etschtal über Trento und kurz hinter Rovereto geht es nochmal hinauf nach Muri. Von da aus dann hinab zum Gardasee. Tagelang habe ich im Vorfeld die Wetter-Apps beobachtet und es tat sich tatsächlich ein Wetterfenster auf. Der letzte Freitag im September sollte trocken sein. Perfekt für ein langes Wochenende, denn Montag, der 3. Oktober, ist ein Feiertag. Am Vorabend bereiten wir also alles vor. Bereite ich alles vor, denn meine Frau ist mit den Söhnen wenigstens einmal auf den Wiesen. Im Regen, ob sich das morgen rächen wird? Es wird. Mein Vorschlag war es, um 6 Uhr zu starten und in den Sonnenaufgang zu fahren. Abfahrt war dann gegen 8. Die Wetter-Apps hielten ihr Versprechen, denn es war trocken, zumindest von oben. Dieses unsichtbare Nichts, das ich hier gerade justiere, ist der Selfie-Stick des Insta360-Bikehalters, an dem meine Insta360 One X2 hängt und aufnimmt. So, nach nicht mal 2 Kilometern erste Pause. Taschen umpacken und Handschuhe anziehen. Es ist doch kälter als gedacht. Und es wird Zeit für ein Endless Summer. Keinen 4 Kilometern, nächste Pause. Taschen umpacken. Hätte man ja auch gestern Abend machen können. Die erste halbe Stunde ist fast rum. Okay, das mit dem Sonnenaufgang ist durch, abgehakt. Aber auch so haben wir eine tolle Herbststimmung.
mit Nebel und die Sonne sollten wir auch noch sehen. Unser Glück ist, dass es seit Tagen regnet, es auch morgen wieder heftig regnen soll und wir aber heute bei unserer Fahrt nahezu trocken durchkommen. Es ist doch gar nicht zu kalt. Klar, Lang ist angesagt und auch morgen auch Handschuhe. Aber wir fahren ja Richtung Süden, in den Sommer. Wenn du unsere Videos vielleicht schon kennst, weißt du, dass wir natürlich verkehrsarme Straßen und Trails bevorzugen. In unseren Videos auch kaum Autos vorkommen. Das war auch heute auf den ersten 50 Kilometern möglich. Das sollte sich aber bald noch ändern. Ehrlich gesagt bin ich gerade sehr froh, dass ich hier sitze und das Video machen kann. Aber dazu später mehr. Wir sind über Bad Tölz und dem Isarsteig gekommen und sind jetzt schon fast in Lengries auf dem Isarradweg. Das ist jetzt kein purer Gravel-Alpencross. Da, wo es sich anbietet, fahren wir abseits befestigter Straßen. Doch der wesentliche Anteil ist Asphalt. Aber auch hier kennst du gegebenenfalls schon meine Einstellung. Ich sehe diese Flexibilität als großen Vorteil der Gravel-Bikes. Und auf dieser Tour sollte sich noch beweisen, wie komfortabel die gefederten Vollcarbon-Räder sind. Hier kommt die Sonne endlich so richtig durch und der Isarradweg lässt sich traumhaft fahren. Wir fahren mit recht kleinem Gepäck und haben für diesen Weekender Merino-Kleidung, Wechselklamotten und Regensachen in Lenkerrolle und großer Satteltasche der sogenannten Arschrakete verpackt. Das Gepäck spüren wir gar nicht und wir genießen die tolle Herbststimmung an den Alpen. An dieser Wasserstelle versorgen wir uns regelmäßig mit frischem Wasser. Auch heute ist es eine willkommene Erfrischung. Doch in wenigen Wochen geht diese Wasserquelle in den Winterschlaf.
Doch daran wollen wir heute gar nicht denken, denn wir fahren in den Sommer. Und dazu müssen wir erstmal rauf zum Silvenstein. Die Auffahrt ist toll und der Tunnel immer wieder ein kleines Erlebnis. Jetzt sind wir schon fast in Österreich und auf dem Weg zum Achensee. Größtenteils können wir hier auf dem Radweg fahren. Doch es kommt auch eine Passage über etwa 3 Kilometer, die wir auf der Straße fahren müssen. Hier war recht viel Verkehr, wie auch schon in meinem letzten 200 Kilometer Video, Link unten in der Beschreibung. Als mich ein großer Holztransport überholt, kommt uns auch einer entgegen, sodass der LKW ausweichen musste und einfach wieder rechts rübergezogen ist. Ich bin im Straßengraben gelandet, er ist einfach weitergefahren. Die Kamera war aus, ich hatte nichts, den Schock mussten wir auch erstmal verdauen. Aber dann ging es weiter Richtung Süden, in unseren Endless Summer. Zumindest für ein langes Wochenende. Diese Wasserstelle kennst du gegebenenfalls aus unseren Videos. Ein großer Baumstamm, der jetzt in einer neuen großen Wasserstelle weicht. Etwas wehmütig schaue ich hier der verbliebenen Wasserquelle nach. Sie hat mich seit Jahren zuverlässig versorgt und läuft auch im Winter. Ich bin gespannt, wie die neue wird. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Am Achensee gibt es ein zweites Frühstück. Ansonsten versorgen wir uns mit Riegeln und Wasser. In Lengries und später im Inntal bekommen wir Äpfel vom Bauern geschenkt. Und kurz vor Innsbruck gibt es eine Cola und einen Schokoriegel. Am Brenner versorgen wir uns mit Weingummi und Apfelschorle. Die Wetter-Apps haben auch hier wieder zuverlässige Voraussagen geliefert. Am Achensee regnet es leicht, sodass wir eine Regenjacke überziehen. Die Regenhose und Regenüberschuhe brauchen wir aber zum Glück nicht.
Ganz schön geräumig, so eine Satteltasche. Der Achensee weiß wieder mit seiner Farbe zu begeistern und die Berge, die ihn umgeben. Eine tolle Aussicht begleitet uns weiter Richtung Süden. Heute fahren wir mal wieder die alte Straße über Jenbach hinab ins Inntal. Fast 80 km/h bekommt man hier auf den Tacho. Im Inntal angekommen, gibt es scheinbar schon die ersten Ermüdungserscheinungen. Auf jeden Fall ist es hier schon deutlich wärmer. Jacke und Handschuhe können bald wieder eingepackt werden.
jetzt kommt das, was ich bei dem 200 Kilometer Video angesprochen hatte. Nach ca. 130 Kilometern jetzt nochmal rauf und über den Brenner. Naja, wir wollen ja in den Sommer. Hilft nichts. Also rauf da. Doch zunächst geht es noch ein Stück am Inn entlang. Immer wieder Umwege, an Feldern und Gewerbe vorbei, mal rechts der Autobahn, mal links. Ich mag das Inntal eigentlich nicht so sehr. Doch mit den tief hängenden Wolken heute hat es eine ganz besondere Stimmung und es gefällt mir. Auf geht's! Der Anstieg zum Brenner beginnt. Zunächst Richtung Alte Römerstraße. Leider ist es bereits Nachmittag und wir kommen voll in den Berufsverkehr. Sehr unangenehm auf dieser engen Straße, die ich auch schon viel ruhiger erlebt habe. Habe ich eben gesagt, wir spüren das Gepäck gar nicht? Das ist hier etwas anders. Ich spüre jedes Gramm zu viel an Körper und Rad. Und das wird sich auf den kommenden 50 Kilometern noch ein paar Mal wiederholen. Trotzdem, das Panorama ist toll und es geht Richtung Endless Summer. Die tolle Aussicht lässt die Strapazen immer wieder vergessen. Naja, fast. Aber das Panorama ist toll. Und die vielen kleinen und großen Rampen ganz schön gemein. Da, wo es rauf geht, geht's meist auch wieder bergab. Das gibt uns Zeit, uns zu erholen und es macht richtig Laune. Hier ist die Erholung davor wohl etwas zu kurz gekommen und der Anstieg zu steil. Auch das kommt vor und darf sein. Zum Glück ist hier jetzt gerade wenig Verkehr.
Hier ist mir die Kette abgesprungen, kein Problem, war schnell wieder gefixt. Ansonsten sind die Räder sehr zuverlässig, schnell und vor allem komfortabel zu fahren. Bis auf... Ach, wart's ab. Hier sind wir jetzt in Matrei am Ende der alten Römerstraße. Ab jetzt müssen wir über die alte Brennerstraße weiter hinauf zum Brenner und nach Italien. Der Verkehr nimmt wieder zu, der Regen auch und die Helligkeit dafür ab. Gries am Brenner, bald haben wir es geschafft. Brenner, Bella Italia, geschafft. Es ist schnell dunkel geworden, wir sind am Brenner, es ist schweinekalt, es regnet und wir sind ganz schön fertig. Undenkbar, jetzt noch etwa 200 Kilometer zum Gardasee zu fahren. So wie ich es vor 2 Jahren an meinem Eintages-Alpencross gemacht habe. Wir sind froh, jetzt nach ca. 170 Kilometern und 2000 Höhenmeter unser Etappenziel bald zu erreichen. Doch zunächst müssen wir im Dunkeln und Regen hinab nach Gossensass. Der nächste Morgen beginnt fast so, wie der Abend endete. Mit Nebel, Wolken und Nässe. Doch zu unserer Freude regnet es nicht mehr. Nach einem super Südtiroler Frühstück kommen wir heute früher weg. Unsere Räder haben die Nacht sicher verbracht und müssen für die heutige Strecke wieder gepackt werden. Auf geht's! Heute stehen nicht mal 700 Höhenmeter auf dem Plan. Es geht also tendenziell bergab.
Was nicht heißt, dass es nicht auch bergauf geht. Und mich direkt schon mal ganz schön ins Schwitzen bringt. Auf jeden Fall waren wir jetzt so richtig wach. Die Leute sind alle sehr freundlich. Auf unserem Weg haben wir auch schon Äpfel geschenkt bekommen. Andere Radfahrer sehen wir aber kaum. Kein Wunder bei dem bescheidenen Wetter. Hier in Sterzing hat man sogar den roten Teppich für uns ausgelegt. Wellig geht's zu im Eisacktal. Bergauf und noch mehr bergab Richtung Brixen und danach weiter nach Bozen. Der Radweg ist toll und macht Spaß. Die Straße wäre der direktere Weg, kommt aber heute auf gar keinen Fall in Frage. Vor allem nach dem Holz-LKW-Vorfall von gestern. Außerdem haben wir es nicht eilig und liegen gut in der Zeit. Julia mag sehr gerne Walnüsse. Gerade eben erst wollte ich noch ein Foto machen, wie sie mitten auf dem Radweg welche sammelt. Jetzt sind sie ihr zum Verhängnis geworden. Hier steckte gerade noch ein Stück Walnussschale drin. Die muss so scharf gewesen sein, dass sie den Reifen eingeschnitten hat. Heute machen wir gar nicht lang rum und verbauen gleich einen Schlauch. Die Milch lassen wir vorerst einfach drin. Wenn nichts passiert, ist so schlauchlos Setup und Dichtmilch super.
Wenn man aber ran muss, ist das echt eine Sauerei. Mit vereinten Kräften war der Schlauch schnell verbaut und das Rad gereinigt, sodass es weitergehen konnte. Das ist Franzens Feste, kurz vor Brixen. Das ist nochmal eine schöne Gravel-Passage weit hinauf im Hang, kurz bevor es hinab nach Brixen geht. Hier gibt es wieder einen leckeren, diesmal Südtiroler Apfel, den wir hier an diesem Selbstbedienungsstand kaufen. Man merkt es, hier ist viel los, das ist Brixen. So geht es jetzt weiter nach Bozen und dann immer weiter an der Edge entlang über Trento und Rovereto hinauf nach Mori. Wenn du an diesem Streckenverlauf näher interessiert bist, schau gerne in die anderen Alpencross-Videos, die ich dir in der Beschreibung verlinke. Wir sind hier jetzt schon in Nago und fahren eine traumhafte Passage hinab nach Torbole zum Gardasee. We'll be right back.
Ja, jetzt gehen wir erstmal lecker essen und freuen uns auf eine kleine Sommerverleckerung. Im Herzen Endless Summer. Vielen Dank fürs Mitkommen. Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Genieße jetzt gerne noch ein paar Impressionen vom nördlichen Gardasee, Riva und Torbole. Am Montag haben wir uns einen Fahrradstellplatz im IC nach München reserviert. Wir fahren ab Rovereto.